Hey, hey, hey und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Immer noch in derselben Aufnahme, wir nehmen jetzt über 4,5 Stunden auf. Damit David. Ja, das war eigentlich unsere längste. Boah. Ich weiß nicht, was unsere längste war, aber das hier grenzt nah dran. Nein. Bei 8 Stunden, ja, bei 8 Stunden oder sowas wahrscheinlich. Was? Ich denke, so 8 Stunden war unsere längste. Keine Ahnung, irgendwo. War nicht noch länger sogar, ne? Nee, mehr als 8 Stunden. Hast du meinst jetzt Minecraft, ey, wir oder? Mal 24 Stunden. Bei Take It Light, denke ja, ich. Ja, lass mal 24 Stunden Livestream machen. Bei Take It Light Season 1, denke ich, sind wir länger gewesen als 8 Stunden wahrscheinlich. Aber Minecraft nicht. Ich muss reconnecten. Warum? Also, es ist gerade auf jeden Fall 85. Minute. Also und das steht. Und 0. 0-0. Julian, wenn Verlängerung ist, müssen wir noch weitermachen. Ja, klar. Ich fällt jetzt noch ein Tor. Bis wo muss ich machen, David? Bis wo hinten? Was ist? Bis wo, wie weit hinten soll ich terraformen? Achso, bis wie weit hinten? Bis zu meinem Haus, bis zu meinem ehemaligen Haus da. Wo ist das? Von den Reihenhäusern. Dieses kleine Loch da. Welches Loch? Das hier. Ach, bis Gebäude da, okay. Eigentlich ja noch weiter, aber das Gebäude bleibt ja stehen, deshalb musst du nur bis dahin machen. Das Problem ist, ich glaube, wir müssen sogar in die andere Richtung auch noch ein bisschen terraformen. Also, hier, wo Schnee anfängt. Soweit. Ja. So. Hätten wir das. Hier müsste das Treppenhaus und so weiter noch, ist klar. Fackeln und sowas. Hat jemand Fackeln dabei? Ja. Kann ich ein paar haben? Ja. Moment, wo bist du? Komm zum Haus. David. Ah, hier. Dankeschön. Was nervt das gerade nachts und die ganzen Monster? Yep. Ja, von mir aus können wir schlafen. Oder ich schlafe und die disconnected. Ja. Ich geh schon mal ins Bett. Geh auch ins Bett. Tüdü. So. Boah, wenn ich überlege, wie lange es gebraucht hat, bisher diese Häuser da zu bauen. Gut, mit dem anderen Terraform. Ah, dann Moment, ich brauche noch kurz. Ich bin gleich bei meinem Haus. So. Doch auch, Julian. Was mit der Hühnerfarm? Und ich. Ach, die ist da drin, ne? Ach, die kannst du abbauen. Im Bett und. Zack, oh Leute, der Tierhack ist wieder instant oder Strom. Das stimmt weiter. Okay, ja, die Köpfe drauf. Das ist echt neu, David. Kann. Ich bin nur fürs Ebenen zuständig. Kann das jemand anders machen? Ja, ich mach. Können wir ja irgendwann neu bauen. Oder in Lennart's Turm einfach. Lennart, den setzen wir dann ja in deinen Turm. Okay, noch was, weil ich jetzt Bug auf ihn nicht. Ganz bis so Etagen, also Becken, bis ganz oben hin. Alter, das wäre mega. Nein, das wäre tödlich für den Server, Junge. Was wäre tödlich für den Server? Können wir das machen, was Tim gerade gesagt hat? Was hat Tim gerade gesagt? Ja. Wie gesagt, in meinem Turm von oben bis nach unten Hühner. Jo, genau. Das sind ja noch ein paar Millionen, oder? Wird der Server nicht überleben, das glaube ich. Ja. Wie viel Hühner denkt ihr, würden da reinpassen? Ich hab keine Ahnung. Viele, vor allem, weil die sich alle auf einem Block stecken können. Ja. Ein paar Millionen schon, oder? Ich muss Minecraft neu starten. Oh, weiß ich nicht. Ein paar Millionen ist schon viel. Ja, ich muss Minecraft neu starten. Oh, das ist so nervig. Hey, sind irgendwo noch Hühnchen? Was war das denn, Quaresma? Hm? Hätte ihn einfach in den Schwitzkasten genommen, den Franzosen. Also, nicht, dass ich das schlimm fände, aber. Da. Ah, Lava. Mr. Lava. Bist du bei Lolo? Nee, bei der, Oder bei der Hühnchenfarm. Da, Tim brennt. Ja, also, du musst jetzt in nächster Zeit sparsam sein. Oh, brenne. Julian auch. Aha, ihr seid füreinander bestimmt. Warum ist denn hier überall Lava? Warum sind die überall brennende Zombies? Guck mal,
Ihr süßen Baby-Chicken. Bei Tag ist. Möglich. So. Haben wir noch Eisen? Nee, ich glaube, wir haben gar kein Eisen mehr. Nein, ich hätte hier. Hab ich mir gedacht. Ah, diese Microflüssigkeit ist so schön. Diese Microflüssigkeit ist eine... Boah, Alter, was ist denn jetzt los? Da wird's einfach so ein großes Erdmännchen, was sich aufregt. Oh, vielleicht soll ich das nicht nochmal machen. Ich bin einfach mal von ganz oben von meinem Haus einfach mal runtergesprungen und dachte mir so, ja, cool. Ist mir aufgefallen, dass ich ja Leben habe und dass ich verlieren kann. Ja. Von außen sieht es ja ganz cool aus mit dieser Ecke drin, aber irgendwie von drin kann man fast nichts sehen. Macht von drin kaum Sinn. 3 Minuten Verlängerung. What, was ist das hier für ein Raum, David, den du hier geschaffen hast? Oh. Ist das eine Mini-Küche? Beim Weißen. Komm her. Also eine hat eine relativ kleine Küche, aber ich weiß gar nicht, wo du bist. Hier? Hier. Das ist da. Ach, das ist das Klo. Ach so, okay. Ja, okay. Auch mehr Orange theoretisch. Aua. Aber jetzt muss ich theoretisch erstmal grau durch braun ersetzen, weil braun haben wir richtig viel. Das Creeper! Komm raus, komm raus! So. Tim, hast du noch Eisen vielleicht gerade? Ja. Wie brauchst du? Ein Eisenrecht. Heißt, ich werde jetzt überall. Ich will jetzt von ganz oben runter stacken. Heißt, ich muss von außen drauf. Mhm. Dann siehst du was? Die Allee ist fertig. Moment, ich guck's mir sofort an, wenn ich da oben bin. So. Sieht gut aus. Wenn noch Bäume sind und so weiter. Ich würde das tatsächlich so ähnlich machen, wie Gronkh das damals gemacht hat. Mit Birkenbäumen und Falltüren. Nee. Möchtest du den genau Berg hier auch dann noch mitmachen? Diesen großen Bäumen wäre geil eigentlich. Mhm. Oh, ich weiß noch ziemlich genau, wie es war. David? Bis, obwohl, nee, warte mal. David, soll der Berg hier weg? Ja, ja. Ich gehe mal ganz kurz runter. Was ist da mit dem Holzdurchgang? Du sollst da bleiben? Wir können den weiter nach rechts setzen. Du siehst ja, dass da noch Berg ist. Ja. David, hast du Erde? Geh mal kurz. Oh, nee, hier ist das. Was willst du wie Gronkh machen, Julian? Das zeige ich jetzt. Und zwar, David. Moment. So. Das ist ja, der hat doch mal mit irgendeiner. Da kommt dann. Da ist dann der Birkensetzling und eine Birke drauf. Und dann außenrum Falltüren. Meinst du, das Erde, ist der Erde. Birkensetzling? Genau, das ist der Birkensetzling und außerhalb. Warte, Erde, wir haben noch ganz viele Falltüren. Ich habe die gerade abgebaut. Setz dann schon mal die Erdblöcke, die du da setzen willst. Dann haben wir das schon. Moment, aber ich habe nicht viel Erde jetzt. Moment, ich hol. Nimm. Ja, warte, Stackerweise Erde. Nee, hier sind Stackerweise Erde. Ich habe nur ganz wenig genommen. Hm. Ey, der hat doch, Gronkh hat doch mal mit irgendeiner Frau in der Strecke. Genau, Töchters Mani. Die hat da auch ein Haus gebaut, das hat man nie gesehen. Ja, stimmt. Wollte er mal zeigen, aber das hat er nie gezeigt. Der hat ja eh voll viel gemacht. Der hat eine Hobbit-Höhle gebaut oder so. Was läuft? Julian. Mit Töchters Mani hat er viel gemacht. Wir haben mehr gebaut in unserer Welt als er in seiner, oder? Aha. Das weiß ich nicht. Haben wir. Er hat halt in vielen unterschiedlichen Orten was gebaut. Ja, wir eigentlich auch. Aber es stimmt, wenn man. Er hat ja mehrere Seasons in der Art gemacht, quasi mehrere Staffeln. Nein, aber allein wenn du von dem weitest entferntesten Punkt zum. Bis, also vom einen Ende der Stadt bis zum anderen. Warte, nee, Ende das der war Stadt. Falsch, David. Das ist ein bisschen groß, ne? Ja, nee, ich habe das Ganze, habe ich jetzt gerade verschoben. Deswegen, ja, das Ganze. Pasch, ich hab's überall schon. Ja, wow, das. Ja, tut mir leid. Aber ich habe das jetzt eben nicht von einem Ende angefangen, sondern einfach mittendrin geplantet. Muss schon bei einem Ende anfangen. Ja, habe ich jetzt auch.
Jetzt habe ich das gemacht. Das andere Ende kann man ja noch anpassen. Ja. Weil er das rechte Ende hätte anpassen können als das linke, ne? Egal. Weil nee, stimmt gar nicht. Nee, ist nein. Noch anders. Ja, andersrum. Ja, stimmt. Hier ist nämlich schon gesetzt überall. Was machst du oben dran oder unten dran? Ja, unten, ne? Unten dran. Es sieht besser aus als. Ja, es sieht besser aus als. Ja, ich hab noch was. Dann hängen die da so wirklich. Ist zwei Blöcke Abstand gut? Oder ist es zu wenig? Ja, du setzt ja nur einen Baum da rein, ist okay. Okay. Das ist ja eigentlich genau vier Blöcke dazwischen. Ja, nee, aber ich meinte auch von, wie das aussieht, aber nur mit Falltüren und so weiter. Ja, ist gut. Dann noch, auf jeden Fall mit Baummehl noch Gras da reinsetzen dabei. Wächst doch noch. Ja. Ach, du meinst Gras, ja klar. Ich glaube, du kannst ja ein Gras hier mehr reinsetzen. Wie? In die Zwischenräume? Ah, ne, die Zwischenräume nicht, aber davor und dahinter. Du kannst nur hier hin. Oh, stimmt, du kannst sogar ganz wenige Plätze, ne? Stimmt. Oh. Aber du kannst auf den Platz der Birken setzen. Ja, du kannst da Blumen setzen, sollte ich da dann aber. Genau. Ja, beide. Wie weit soll ich ebnen, David? So. Ein paar Falltüren, David. In die Richtung. Oder ja, sind hier noch welche? Wo? Da bist du, Leonard. Zieh mal eine Markierung, eine Linie oder so. Jo, hier? Ich setz mal einen Pillar. Hier. Bis wohin? Nein, Tim, ich zeig dir wohin. Hier so. Ja. Das ist so riesig. Bis eigentlich wird. Bis zum Ende von. Ja, da kommt das ist echt so riesig, Mann. Hm? Ja. Kommen ja auch mehrere reden. Außerdem kann man das trotzdem noch für später nutzen. Siehst du das? Eigentlich bis Ende von Dörlos Gebäude, also von diesem Labyrinth da. Auch noch weg muss. Scheiße. Also du kannst den ganzen Berg da wegtragen. Beziehungsweise den musst du lassen. Aber wir wegtragen. Ist. Lennart, das ist zu groß. Den Berg hättest du eigentlich lassen. Kannst du lassen eigentlich. Möchte den noch behalten. Da muss man Machtwort sprechen, Tim, genau weil David habe ich ja auch davon abgebracht, das Rathaus viermal so groß zu bauen, wie er wollte. Ja, ich finde das echt zu groß. Also für das, was wir bauen wollen. Muss nicht so sag groß sein. Sag doch jetzt endlich mal. Und ja, ich habe eigentlich was gesagt, nur Tim ist die ganze Zeit dagegen. Was? Ich sag nur, dass ich jetzt gesagt habe, bis wohin ich das eigentlich wollte, aber du dagegen bist. Ja. Nein, sag doch mal, was ihr bauen wollt. Warum wollt ihr das nicht sagen? Überraschung. Ja, Julian weiß das doch auch. Ich weiß es überhaupt nicht. Echt nicht? Ich weiß wirklich nicht, was sie bauen wollen. Kannst du dir noch ein paar geben? Achso, klar. Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es irgendwas Gutes für die Stadt sein soll. Vielleicht ein Atomkraftwerk. Ja, ich glaube schon. Ich meine, es hat Nebengebäude, ja. David, bau ein Tacket mal ein Atomkraftwerk. Kein Bock auf Tacket gerade. Ja, wenn du Tacket spielst, irgendwann wieder. Ja. Oder ein Atomkraftwerk. Bin noch Setzlinge. Ich will Season 3 aber eigentlich nicht nach 45 Folgen beenden, aber gleichzeitig. Eigentlich auch keinen Bock halt. Die Amnicole. Kann ja mal hier wieder, kann ja hier zu Gast sein wieder. Ja, war die schon mal hier? Die war einmal hier zu Gast, aber dann hatte ja. Achso, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst. Dann hatte die halt Kopfschmerzen, ist dann halt nach, keine Ahnung, schon nach einer Stunde oder anderthalb Stunden gegangen. Dann hat die halt noch die ganzen Sachen im Inventar und theoretisch war sie auch nur, keine Ahnung, eine Stunde oder so dabei. Ist halt doof. Deswegen eigentlich. Ja, dann kann die doch nochmal noch extra Special. Ja, ja, aber bisher hat sie noch keine Lust zur Zeit gefunden. Müssen. Julian, du musst jetzt erstmal gucken, wo du die Lampen setzt. Weißt du, was richtig nice wäre, wenn du die im Rhythmus wirklich genau zu mittig zu denen setzt? Also hier. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Abstand normalerweise zwischen sind. Das vier Abstand, dann passt das, klar. Guck mal. Vier Abstand, kurz. Genau. Nicht, weil bei den Lampen normalerweise. Guck ich mal kurz. Könnte sein, vielleicht sind aber auch fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, aber wir können die auch enger bauen. Ja, okay. Oh shit. Mit nicht Birken, wir müssen nicht wieder ein System für bauen, ne? Nicht Birken. Geht das Spiel jetzt eigentlich gerade noch leer? Welches? Ja. Ja. Okay. Ist gerade Verlängerung. Okay.
Würde ich jetzt sagen, das war's in der Folge der Welt. Lasst uns noch bis zur nächsten Folge. Tschüss.